Danke, Herr Schaus. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Greilich zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dass man hier eine Sternstunde des Parlaments heute nicht erwarten konnte, ich glaube, darauf waren wir eingestellt. Aber das, was Sie uns hier heute bieten, ist etwas ganz anderes, das glatte Gegenteil. Das ist der Tiefpunkt dessen, was ich bis jetzt in diesem Hause erlebt habe. Das ist der Tiefpunkt, was die Qualität eines Gesetzgebungsverfahrens angeht. Da komme ich noch dazu. Das ist ein Tiefpunkt darin, wie eine Regierung und eine sie tragende Mehrheit mit parlamentarischen Rechten umgeht, mit der Frage, wie man parlamentarisch miteinander umgeht. Besonders schlimm, wenn man sich dabei klarmacht, dass hier offensichtlich eine Selbstverleugnung der eigenen Fraktionen, was ihr Bewusstsein angeht, dass man als Parlament noch etwas zu melden hat, angeht, und was uns entgegenschlägt, das haben wir insbesondere bei dem Beitrag des Kollegen Frömmrich gehört, ist eine Arroganz der Macht, wie sie ihresgleichen sucht. Die Genese dieses Trümmerhaufens von Gesetzgebungsverfahren hat Frau Kollegin Faeser schon ausführlich dargestellt. Ich will mich deswegen nur auf die Kernpunkte beschränken. Es fing ja ganz gut an, 2014, als diese Koalition die Idee hatte, na ja, wir selbst sind ein bisschen überfordert, wir setzen eine überparteiliche Expertenkommission ein, eine Expertenkommission aus echten Experten. Das war 2014. Die sollte beraten bei der Erstellung eines solchen Gesetzentwurfs, bei der Frage, wie können wir es in Hessen besser machen als in der Vergangenheit. Erster Akt des Dramas war dann am 10. Oktober, als diese Koalition und dieser Innenminister der selbst gerade eingesetzten Expertenkommission erst einmal sagte, na ja, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber wir haben es schon, und einen eigenen Gesetzentwurf vorlegte. Das war eine Brüskierung der Kommission. Und ich bin den Mitgliedern der Kommission sehr dankbar, dass sie das in geeigneter Form ja bei aller Zurückhaltung auch deutlich gemacht haben. Die Kommission hat am 15. September 2015, aber nach knapp einem Jahr Arbeit, einen Bericht vorgelegt, einen sehr lesenswerten, sehr umfangreichen Bericht. Ich habe ihn hier extra einmal mitgebracht, weil das in der Tat das enthält, womit man sich, wenn man über Reform des Verfassungsschutzes in Hessen redet, auseinandersetzen muss. Dafür noch einmal meinen herzlichen Dank an diese Kommission und ihre Mitglieder. Aber was ist denn daraus geworden? Meine Damen und Herren, erst einmal gar nichts. Im Herbst 2017 legen Sie dann einen Entwurf vor. Wenn man vorher den Bericht der Kommission gelesen hat, fragt man sich, haben Sie den gelesen? Der Minister offensichtlich nicht, oder jedenfalls, wenn er ihn gelesen hat, so, dass er besser nichts davon wissen wollte. Jedenfalls findet sich von dem, was in diesem Expertenbericht vorgeschlagen wird, nichts in Ihrem Gesetzentwurf. Der Bericht ist zur Makulatur abgestempelt worden. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Verhöhnung des Vorsitzenden Prof. Jentsch, des ehemaligen Richters am Bundesverfassungsgericht, des Dr. Christeleit, der Frau Däubleck-Melin und des Herrn Wieland, die sich alle Mühe gegeben haben, uns zu helfen bei einem ordnungsgemäßen Gesetzgebungsverfahren. Sie haben das verhöhnt. Und es war dann ja recht eindeutig. Es war auch nicht anders zu erwarten, dass es eine Anhörung gab, und das Ergebnis war vorhersehbar, bis auf die Polizeigewerkschaften, die dort vorgesehenen Verstärkungen der Rechte der Polizeibehörden für sinnvoll hielten, gab es niemanden, der ihre Position geteilt hat, sondern der Gesetzentwurf wurde in der Luft zerrissen. Und, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, es gibt eine Schlagzeile in der Taz, in der Tageszeitung, eigentlich nicht mein Blatt, aber eines, das Ihnen vielleicht ein bisschen näher steht. Schwarz-Grün will Staatstrojaner einsetzen.
Meine Damen und Herren, Herr Kollege Frömmrich, das ist in der Tat ein historischer Verdienst der GRÜNEN. Grün wirkt. Grün wirkt, aber offensichtlich ein bisschen anders, als Ihre Mitglieder das wünschen und als Ihre Wähler das wünschten. Dafür haben wir dann erlebt, Herr Kollege Frömmrich, dass Sie sich hier wie üblich, wie wir das schon kennen, in absolute Oppositionsbeschimpfung flüchten. Ich hätte fast gesagt, schämen Sie sich, aber das steht mir nicht an. Meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Wagner, lieber Herr Kollege Wagner, ich habe mich nicht zu der Frage geäußert, ob das richtig ist oder falsch. Ich habe mich zu Ihrer Doppelzüngigkeit geäußert. Das ist das Thema, über das wir heute hier reden. Ich will in der Sache noch unterstreichen, warum dieses Gesetzgebungsverfahren, lieber Herr Kollege Boddenberg, so etwas von unterirdisch und unerträglich ist, wie man es sich kaum vorstellen kann. Sie knallen uns jüngst direkt vor der Innenausschusssitzung einen Gesetzentwurf vor. Es ist nämlich kein Änderungsantrag zum laufenden Gesetz. Materiell ist es ein Gesetzentwurf zur Änderung, zur Neugliederung und Neufassung des hessischen Polizeirechts. Das ist etwas völlig anderes. Das ist völlig anderes als ein Änderungsantrag zu dem vorliegenden Gesetzentwurf. Das, was Sie dort ändern, sind massive Veränderungen nicht im Verfassungsschutzrecht, über das wir die ganze Zeit gestritten haben, sondern im hessischen Polizeirecht. Und dazu gab es keine Anhörung. Dazu gab es keine Diskussion mit Experten. Und auch Sie sollten zur Kenntnis nehmen, dass Polizeirecht etwas anderes ist als Geheimdienstrecht. Das gehört eigentlich zum kleinen Allmann 1. Selbst Sie wissen, dass schon die Kontrolle ein bisschen anders ist. Das sollte einen nachdenklich machen, warum wohl der Verfassungsschutz anders kontrolliert wird als die hessische Polizei. Das hat ganz tiefsitzende Gründe. Ich will jetzt kein Kolloquium verfassungsrechtlicher Art hier durchführen. Aber es ist etwas anderes. Es ist etwas völlig anderes. Und dann packen Sie nicht nur einmal schnell das Thema Staatstrojaner, TKÜ, Quellen-TKÜ, schnell einmal vom Verfassungsschutzgesetz ins Polizeirecht und überraschen uns dort mit entsprechenden Regelungen. Nein, das ist ja nicht alles. Sie haben sich ja nicht einmal darauf beschränkt, wo Sie mit dünnen, aber immerhin Argumenten sagen können, wir haben über das Thema überhaupt ja schon einmal gesprochen. Zwar nicht bei Polizei, sondern bei Verfassungsschutz. Aber das Thema Online-Durchsuchung, Staatstrojane, war ja schon einmal Thema in der Anhörung. Was ist denn mit all den anderen Änderungen, die Sie jetzt im Polizeirecht vornehmen? Was ist denn mit der Frage, dass man sich vielleicht auch einmal darüber unterhalten muss, wenn Sie Regelungen, die für das BKA gelten, jetzt für die hessische Polizei einführen wollen, muss man sich dann nicht vielleicht auch einmal mit Experten in der Anhörung darüber unterhalten, ob die unterschiedlichen Aufgaben der hessischen Polizei und des BKA vielleicht auch unterschiedliche Regelungen? Ich habe die Antwort nicht. Ich habe die Antwort nicht. Herr Kollege Frömmrich, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich kann das nicht so ohne Weiteres übertragen. Die Änderung des Gefahrenbegriffs, die sich an mehreren Stellen durch die Gesetze zieht. Bisher war Quellen-TKÜ vorgesehen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr. Jetzt steht da etwas von einer dringenden Gefahr. Nur für diejenigen, die es interessiert, das bedeutet, dass die zeitliche Eingriffsschwelle wegfällt. Die wird einfach gestrichen. Ob diese Änderungen sinnvoll sind, darüber kann man streiten. Aber darüber hätte man in einer Anhörung reden müssen. Und das gilt schon für die alten Themen. Was haben Sie dazu gemacht? Neue Regelungen zur Gefahrenabwehrverordnung für Hunde. Mit einem Satz, den Sie dort ändern, entscheiden Sie drei politisch hochstreitige und umstrittene Themen. Die Frage eines Sachkundenachweises für Halter, die Frage eines sogenannten Hundeführerscheins, die Chippflicht. Das sind alles Themen, über die kein Mensch in irgendeiner Anhörung geredet hat. Der neue § 30a, Meldeauflagen, gibt es in Rheinland-Pfalz auch, um Ihren Zwischenruf vorwegzunehmen. Es gibt aber auch Unterschiede zu Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat man z.B. eine Frist von einem Monat vorgesehen. Bei Ihnen sollen es gleich drei Monate sein. Hessisches Modell, hier darf es immer gleich ein bisschen mehr sein. Frage der Strafandrohung bei elektronischer Aufenthaltsüberwachung bzw. bei Verstößen dabei. Auch das
Das Thema parlamentarische Kontrolle wurde vorhin schon angesprochen. Was Sie dort tun, ist nicht das Mindeste von dem, was von der Expertenkommission vorgesehen wurde. Es gibt keine festgeschriebene Einbindung der Opposition, sondern wie es die Expertenkommission vorgeschlagen hat, sodass sichergestellt ist, dass die Opposition auch berücksichtigt wird. Der Vorgang von besonderer Bedeutung ist nicht näher definiert. Auch das haben Sie gelassen. Es gibt keine Regelung zum Unterrichtungsumfang. Kommen Sie bitte zum Ende, Herr Greilich. Ich komme sehr zügig zum Ende. Es gibt kein Befragungsrecht für Angehörige des LfV, keine Whistleblower-Regelung und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, das Ergebnis ist, 4,5 Jahre haben Sie verpennt. 4,5 Jahre haben Sie verpennt, abends werden die Faulen fleißig. Was rauskommt, ist Murks, und das in übelster Art und Weise uns dann noch mit großer Arroganz hier vorgetragen. Danke, Herr Greilich. Für die Landesregierung erteile ich Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich finde, die Art und Weise, wie die Kollegin Faeser, der Kollege Greilich und der Kollege Schaus hier die Auseinandersetzung geführt haben, wird den Herausforderungen der inneren Sicherheit in unserem Lande in keinem Falle gerecht, meine Damen und Herren. Wenn man hier von Tiefpunkten sprechen möchte, dann stehen die persönlichen Beleidigungen gegen die Sache. Die persönlichen Beleidigungen der Oppositionspolitiker gegen die Sachbeiträge von Kollegen Frömmrich und Kollegen Bauer, meine Damen und Herren. Aber das mag man dann von außen entsprechend beurteilen. Frau Kollegin Faeser, das reicht nicht, was Sie hier vorgetragen haben. Das reicht einfach nicht im Bereich der inneren Sicherheit. Es reicht nicht, sich hier hinzustellen und zu sagen, die Verfahrensfragen im Hessischen Landtag sind so oder so irgendwie zu bemängeln. Es reicht nicht, hier ein bisschen Klamauk zu veranstalten, Frau Kollegin Faeser, meine Damen und Herren. Das reicht nicht, einfach hier parteipolitische Sandkastenspielchen zu treiben, meine Damen und Herren. Es geht hier um ernsthafte Fragen der inneren Sicherheit, und da geben wir eine Antwort drauf, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren, man kann sich hier hinstellen und kann im Detail an irgendwelchen Verfahrensfragen rummäkeln. Aber angemessen wäre, darüber zu reden, welche Gefahren in diesem Lande bestehen. Es ist hier kein Wort darüber gefallen, was wir an terroristischer Bedrohung in diesem Lande zu beklagen haben. Es ist kein Wort darüber gefallen, dass wir mit dem Verfassungsschutz und mit unseren Parteibehörden, mit unseren Polizeibehörden dafür Sorge tragen müssen. Augenblick, Herr Minister. Ja. Meine Damen und Herren, der Staatsminister Beuth hat das Wort, und ich bitte um etwas mehr Ruhe. Mit keinem einzigen Wort sind die Herausforderungen, die wir im Bereich des Rechtsextremismus, des Linksextremismus, der salafistischen Bedrohung, mit keinem einzigen Wort. Es geht hier nur um die Mäkelei an irgendeinem Komma und irgendeinem Spiegelstrich, meine Damen und Herren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir schaffen hier mit diesem Verfassungsschutzgesetz und mit den Anpassungen zum Polizeirecht einen modernen gesetzlichen Rahmen für unsere Sicherheitsbehörden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will auf die Frage der Anhörung. Sie haben sich Ihre Punkte herausgegriffen. Ich bin Herrn Kollegen Frömmrich dankbar. Er hat ja ein paar Dinge schon hier genannt. Aber ich will Ihnen einmal sagen, das Thema Quellen-TKÜ, das Thema Online-Durchsuchung, das hat natürlich eine Rolle in der Anhörung gespielt, meine Damen und Herren. Ja, es ging um das Instrument, um die Frage. Wir sind dann hingegangen und haben es gesagt, okay, bei der Behörde, die eine höhere Eingriffsschwelle hat, dort verankern wir es jetzt. Worüber beklagen Sie sich eigentlich, wenn Sie das Instrument für richtig halten? Und dann stellen Sie sich hier hin und erklären hier, ja, da muss man doch diejenigen fragen, die das mal einsetzen wollen. Ja, meine Damen und Herren, lesen Sie es doch nach. Die GdP, BdK, DPOLG, die Gewerkschaften der Polizei haben sich alle für diese Instrumente ausgesprochen. Lesen Sie es doch nach. Und Sie selbst sagen auch, dass das Instrument richtig ist. Die Rheinland-Pfälzer haben es auch in ihrem Gesetz. Meine Damen und Herren, was wollen Sie eigentlich hier an diesem Rednerpult?
Und, meine Damen und Herren, wir haben in unserem Änderungsantrag die Änderungen, die sich ergeben aus Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Antiterrordatei, zum BKA-Gesetz. Wir haben die Änderungen, die sich ergeben aus dem Bundesdatenschutzgesetz, aus dem hessischen Datenschutz, aus der Europäischen Grundverordnung. All das haben wir dort aufgenommen. Ich frage mich, meine Damen und Herren, warum Sie sich eigentlich darüber beschweren, dass wir einen modernen Rechtsrahmen für unsere Sicherheitsbehörden hier kreieren, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen zurufen, meine Damen und Herren, im Jahr 2014 in der Tat haben wir einen ersten Gesetzentwurf vorgelegt, weil wir der Kritik entgehen wollten, dass wir am Ende als Schwarz-Grüne nicht in der Lage wären, eine politische Einigung über ein entsprechendes Verfassungsschutzgesetz hinzubekommen. Wir haben es hinbekommen, meine Damen und Herren. Wir haben dann eine Expertenkommission mit einem ganz anderen Auftrag gehabt. Es ging damals um die, und meine Damen und Herren, seien Sie mir nicht böse, das ist schon wirklich, also das ist schon ein Angriff auf den Intellekt. Die Expertenkommission hatte nichts mit unserem Verfassungsschutzgesetz zu tun, sondern sie hatte ausschließlich etwas damit zu tun, ob die Empfehlungen, die der Bundestagsuntersuchungsausschuss, die 47, ob die bei unseren Behörden umgesetzt worden sind. Und genau das hat die Expertenkommission gemacht und aufgeschrieben, lieber Herr Kollege Greilich, in dem Bericht, den Sie eben hochgehalten haben. Und wir sind dann hingegangen und haben gesagt, was haltet ihr eigentlich von dem Gesetzentwurf, den wir gemacht haben? Und da haben wir ein paar, das stimmt überhaupt nicht, Herr Kollege Hahn, und ich, das stimmt nicht, Herr Kollege Hahn, und nein, Herr Kollege Hahn, wenn Sie es weiter behaupten, dann würde ich Ihnen ähnliche Vorwürfe machen müssen, wie Herr Greilich mir eben gemacht hat. Ich hätte das nicht gelesen. Ich habe es gelesen, Herr Kollege Hahn. Ich habe es gelesen. Wir haben das umgesetzt, und wir sind sogar an einigen Stellen sind wir dafür kritisiert worden, dass wir eine höhere Transparenz angelegt haben in unserem Gesetz. Da hat uns die Expertenkommission zurückgerufen, meine Damen und Herren. Das muss man sich einmal vorstellen. Und jetzt erlauben Sie mir den Hinweis, ja, die Expertenkommission war auch in der Anhörung mit dabei. Wissen Sie, es war schon schön, dass der hessische Datenschutzbeauftragte uns in der Anhörung erklärt hat, dass das Gesetz im Prinzip in Ordnung ist. Mit ein paar Änderungen wäre das mit ein paar fachlichen Änderungen wäre das sozusagen in Ordnung, was wir dort vorgelegt haben. Aber, meine Damen und Herren, wissen Sie, was Herr Christeleit, Herr Dr. Christeleit, Herr Dr. Christeleit, der früher einmal hier bei uns im Kabinett gesessen hat, auf der FDP-Bank, wissen Sie, was der gesagt hat? Wissen Sie, was, Herr Kollege Hahn, wissen Sie, was Herr Dr. Christeleit in der Anhörung gesagt hat? Auf die Frage, ob die Hinweise der Expertenkommission denn Berücksichtigungen gefunden haben, steht im Protokoll nachzulesen. Sie sind offensichtlich berücksichtigt worden. Was wollen Sie denn, meine Damen und Herren? Wir haben einen signifikanten Reformbedarf, meine Damen und Herren, erkannt. Wir haben seit dem Jahr 2012 tiefgreifende Reformprozesse bei den Verfassungsschutzbehörden vollzogen. Wir haben die Geschäftsprozesse, die Dienstvorschriften. Wir haben die gesellschaftliche Öffnung des Verfassungsschutzes, den höheren Anteil an Prävention im Gesetz entsprechend verankert. Wir haben dafür gesorgt, dass wir die klassische Informationsbeschaffung des Nachrichtendienstes ordentlich geregelt haben. Wir haben dafür gesorgt, dass die Neugestaltung der Ausbildung innerhalb der Verfassungsschutzbehörde geordnet worden ist. Und, meine Damen und Herren, wir haben dafür gesorgt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden streng nach dem Trennungsprinzip an keiner einzigen Stelle hat das Trennungsprinzip infrage gestellt. Streng nach dem Trennungsprinzip ist im Verfassungsschutzgesetz die Zusammenarbeit zwischen den Behörden verankert worden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir geben unseren Sicherheitsbehörden mit diesem Gesetzentwurf, mit Änderungen im Verfassungsschutzgesetz und im Polizeirecht die notwendigen Werkzeuge in die Hand, damit sie uns vor den wirklichen Herausforderungen in der Sicherheit in diesem Lande, nämlich vor den Gefahren, bewahren können. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Danke, Herr Staatsminister. Für die SPD-Fraktion hat sich nochmals Frau Faeser zu Wort gemeldet. Genau, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, Herr Innenminister, das war ja ein sehr entlarvender Beitrag, weil was Sie hier gerade geliefert haben als amtierender Innenminister, hier sich hinzustellen, derjenige, der für Verfassung zuständig ist, und zu sagen, ich weiß gar nicht, was Sie wollen, Frau Faeser, wir haben doch die Polizei angehört zu Online-Durchsuchungen, zur Quellen-TKÜ. Ja, Herr Minister, beim Verfassungsschutzgesetz. Und das Verfassungsschutzgesetz, ich muss Sie doch wohl nicht belehren, dass die Polizei nicht das Verfassungsschutzgesetz umsetzt. Also ich bin ein bisschen erschüttert, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Weil, ja, sollten Sie sich vielleicht einmal überlegen, warum denn der Innenminister sich hier hinstellt und sagt, dass die Polizeigewerkschaften doch angehört worden seien zu einem Gesetz, das sie gar nicht unmittelbar bei ihren Ausführungen benötigen. Aber die hessische Polizei muss das hessische Sicherheitsgesetz umsetzen. Herr Kollege Reif, vielleicht sollten Sie einmal zuhören, vielleicht lernen Sie noch etwas. Und es geht hier um massive Änderungen im Polizeirecht. Und, Herr Innenminister, es geht um die Frage, ob man denjenigen, die das anwenden müssen, das gilt übrigens auch für die Ordnungsbehörden, die müssen der Kommunen, die auch das hessische Polizeigesetz umsetzen müssen, denen Sie hier kein rechtliches Gehör in einem parlamentarischen Ausschuss gewähren. Und was Sie hier veranstaltet haben, mir vorwerfen zu wollen, ich würde hier parteipolitische Sandkastenspielchen machen. Was machen Sie denn? Sie haben noch nicht einmal ein Gesetz vorgelegt als Innenminister, meine Damen und Herren. Sie stellen sich hier hin und kommen immer mit den zwei gleichen Sätzen. Sie haben nicht die terroristische Bedrohungslage im Blick. Doch, Herr Innenminister, deswegen haben wir uns als Opposition die Mühe gemacht, einen umfangreichen Änderungsantrag zum Verfassungsschutzgesetz vorzulegen. Kein Wort von Ihnen dazu, weil Sie in wesentlichen Teilen uns sogar da jetzt folgen. Nichts davon haben Sie aufgegriffen. Das ist eine unseriöse Arbeit eines Innenministers, wie ich sie selten erlebt habe. Ich hatte hier zwei Punkte angesprochen, auch inhaltlicher Natur, weil ich gefragt habe, in welchem Anwendungsbereich denn die elektronische Wohnraumüberwachung, die Sie immer noch im Verfassungsschutzgesetz drin haben, CDU, Grüne, aber ich habe den Innenminister dazu befragt, wie denn und welche Anwendungsfälle es denn dort gibt. Keine Antwort nach wie vor darauf. Die Expertenanhörungen im Februar dieses Jahres haben aber ergeben, dass es dort überhaupt keine Anwendungsbereiche gibt. Sie sagen einfach inhaltlich nichts dazu, sondern Sie nehmen einfach, dann will ich Sie einmal zitieren, mit Ihren parteipolitischen Spielchen, die Sie hier führen, und äußern sich in der Sache kein bisschen, meine Damen und Herren. Und das finde ich für einen Innenminister in der Tat nicht angemessen. Sie haben auch überhaupt nichts dazu gesagt, wie wir die parlamentarische Kontrolle stärken wollen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demnächst der Verfassungsschutzbehörde an ein Parlament wenden können sollen. Die sogenannte Whistleblower-Regelung haben Sie auch nichts zugesagt. In der Frage, wie man eine mehr Transparenz und Öffentlichkeit hinbekommt, auch einer parlamentarischen Kontrollkommission, nichts haben Sie dazu gesagt. Der Deutsche Bundestag, Herr Kollege Frömmrich, ich komme noch einmal auf Sie zurück, hat dort eine ausdrückliche Regelung für vorgenommen. Sie hören regelmäßig die Präsidenten der Nachrichtendienste ab, und zwar öffentlich. Sie nehmen eine Whistleblower-Regelung vor. Und das ist der Vorwurf, Herr Kollege Frömmrich, den ich Ihnen mache. Sie erzählen der Presse,
dass wir immer aufs PKGR verweisen würden, dass dort weitreichende Befugnisse drin sind. Und das ist richtig. Und Sie sagen, das würde nicht stimmen. Daraufhin habe ich Sie vorhin angesprochen. Und ich habe mehrere Regelungen hier zitiert aus dem PKGR, die Whistleblower-Regelung, die Öffentlichkeitsregelung und auch die Befassungsrechte, die es dort vorgesehen gibt. Und darum geht es, meine Damen und Herren. Sie reden in der Sache gar nicht. Sie versuchen zu vermauscheln, dass Sie hier ein Gesetz ohne Anhörung durchwinken. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Faeser. Herr Kollege Boddenberg, Sie sollten sich einmal die Frage stellen. Herr Kollege. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ich weiß, Frau Präsidentin, ich habe nur abgewartet, bis es etwas ruhiger wird. Herr Boddenberg, ich habe Ihnen jetzt mehrere inhaltliche Punkte aufgeführt. Wenn Sie nicht zuhören, ist es Ihr Punkt. Sie sollten sich einmal fragen, warum die FDP und die LINKEN und wir das heute so thematisieren, dass Sie hier, nein, dass Sie hier ein Gesetz durchwinken mit maßgeblichen Änderungen, mit nahezu 20 Änderungen im Polizeirecht, ohne eine Anhörung vorzunehmen. Das ist, und ich wiederhole mich, der Tiefpunkt des Parlamentarismus in Hessen, meine Damen und Herren. Danke, Frau Kollegin Faeser. Als nächster Redner spricht nun Kollege Greilich noch einmal. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Wortbeitrag des Ministers, den ich ähnlich schon erwartet hatte, aber doch so schlimm nicht, zwingt einen, hier noch einmal etwas zu sagen. Ich sage das in aller Deutlichkeit, Herr Minister. Es steht Ihnen schlichtweg nicht zu, die Abgeordneten dieses Hauses zu beschimpfen, zu behaupten, hier würde Klamauk gemacht, wenn wir uns sachlich mit ihnen auseinandersetzen. Das tun Sie immer wieder. Das tun Sie nicht nur in dieser Debatte, sondern das tun Sie immer wieder, ob in Ausschussberatungen oder hier. Und ich sage Ihnen als Abgeordneter des Hessischen Landtages, das steht Ihnen nicht zu. Ihnen fehlt es an Respekt vor den parlamentarischen Gremien. Und lieber Herr Kollege Bellino, ich will das gerne mal ein wenig noch unterfüttern. Sie zitieren hier Herrn Dr. Christleit. Ganz abgesehen, dass mit Ihrer parteipolitischen Brille Sie auf die Idee kommen, der Staatssekretär habe hier auf der FDP-Bank gesessen. Ich darf Sie darauf hinweisen, er saß nicht auf der FDP-Bank, sondern saß auf der Regierungsbank als Staatssekretär, als Beamter dieses Landes. Aber dafür, für diese Trennung fehlt Ihnen ja offensichtlich der Blick. Sie sagen, Herr Kollege, Herr Dr. Christleit habe erklärt, das sei alles wunderbar, die Vorschläge seien alle aufgenommen. Ich habe eben nur einmal schnell aufgeschlagen und so beim Quergucken gefunden, da steht auf Seite 7 des Protokolls, geht es um die Frage organisierte Kriminalität. In unserer Stellungnahme haben wir diese Aufgabe als nicht zweckmäßig bezeichnet. Dann steht es im nächsten Absatz, da geht es um die parlamentarische Kontrolle. Wir haben empfohlen, die Opposition per Gesetz in die Parlamentarische Kontrollkommission einzubinden. Das fehlt hier, indem im Gesetz eine Regelung über die Anzahl und über das Wahlverfahren getroffen wird. Sehen Sie, das wollen Sie alles nicht zur Kenntnis nehmen. Es geht dann weiter um die Frage personelle und technische Ausstattung. Hier empfehle ich eine Ergänzung in dem Sinne, wie wir sie mit gutem Grund in unseren Empfehlungen dargelegt haben. Also es stimmt schlichtweg nicht, Herr Minister, was Sie hier behaupten, was angeblich ein Mitglied der Expertenkommission gesagt hätte. Genauso sagen Sie, genauso behaupten Sie, es sei nicht Aufgabe der Kommission gewesen, irgendetwas zum Gesetz zu sagen. Ich darf einmal zitieren aus dem Bericht. Ergänzend wurde die Kommission, also zunächst war die Kommission beauftragt, dies und jenes zu den Sicherheitsbehörden zu machen. Ergänzend wurde die Kommission durch den hessischen Minister des Innern und für Sport, das sind, glaube ich, Sie, damit beauftragt, zu den am 10.10.2014 öffentlich gemachten Entwürfen für ein Gesetz zur Neufassung des Hessischen Gesetzes über das Landesamt für Verfassungsschutz und für ein Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle Stellung zu nehmen. Was stimmt denn nun? Was stimmt denn nun, Herr Minister? Offensichtlich stimmt das jedenfalls nicht, was Sie uns hier erzählen. Ich kann nur sagen, wenn Sie dann hier anfangen und versuchen, die Opposition
zu beschimpfen nach dem Motto, euch ist die Sicherheit in unserem Lande nicht wichtig. Das ist erstens eine unanständige Unterstellung. Und zum Zweiten, wenn das alles so dringend ist für unsere Sicherheitslage, wie Sie das behaupten, was haben Sie denn 4,5 Jahre lang gemacht? Was haben Sie denn 4,5 Jahre gemacht? Meine Damen und Herren. Herr Kollege, Sie müssen nicht schreien, Sie haben das Mikrofon. Ich sagte, Sie müssen nicht schreien, Sie haben das Mikrofon. Bitte um Entschuldigung, wenn ich hier so provoziert und aufgeregt werde, dass mit mir auch einmal die Hutschnur durchbrennt. Das ist nun einmal so. Meine Damen und Herren, was haben Sie getan in den 4,5 Jahren? Offensichtlich das, was notwendig ist, nicht. Herr Kollege Pentz, was ich zu Hause mache, geht Sie ganz und gar nichts an, um andere Worte zu vermeiden. Ich kann nur feststellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen mehr Ruhe bitte, sodass Herr Greilich auch seine Rede zu Ende bringen kann. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ich kann nur in aller Ruhe und Sachlichkeit feststellen, Sie, Herr Minister, und Sie, meine Damen und Herren von der schwarz-grünen Koalition, Sie haben auch in anderen Bereichen, aber insbesondere auch im Bereich der inneren Sicherheit, Ihre Aufgaben nicht erfüllt. Offensichtlich sind Sie überfordert. Dafür haben Sie anderes getan. Das werden wir in einem anderen Zusammenhang noch aufklären in dieser Wahlperiode. Und an einem Punkt bin ich anderer Auffassung als die Kollegin Faeser. Sie haben eine dritte Lesung beantragt, ich habe die nicht beantragt. Ich halte es für sinnlos. Ich halte es für sinnlos, weil die das ohnehin durchprügeln werden mit ihrer Mehrheit. Insofern hätten wir uns die Zeit sparen können. In der Sache müssen wir das politisch austragen. Vielen Dank. Als nächster spricht Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Weil Herr Frömmrich das nicht wahrhaben wollte vorhin, offensichtlich haben Sie Ihren eigenen Gesetzentwurf nicht gelesen, will ich es noch einmal vortragen. Im Verfassungsschutzgesetz ist in § 8 geregelt, Verfahren bei Maßnahmen nach § 7 und § 7 ist der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Wohnraumüberwachung. Absatz 1. Nein, das, was Sie in der Öffentlichkeit fälschlicherweise immer behaupten, werde ich Ihnen jetzt widerlegen. Der Einsatz technischer Mittel nach § 7 bedarf einer richterlichen Anordnung. Die Anordnung ergeht schriftlich. Bei Gefahr im Verzug kann die Behördenleitung, also der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz oder seine Vertretung, die Anordnung treffen, eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. Was ist das anderes als die Aussetzung eines richterlichen Vorbehaltes, auch wenn es nur auf Zeit basiert? Was ist das anderes? Wo ist da die doppelte richterliche Entscheidung im Vorfeld? Sie belügen die Öffentlichkeit schon seit Wochen. Sie belügen die Öffentlichkeit schon seit Wochen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das gilt auch für Sie, Herr Schaus, bitte. Ich möchte Sie bitten, sich zu mäßigen und das in einem ruhigen Ton vorzutragen. Es muss hier ein parlamentarischer Ablauf noch möglich sein. Und momentan hören wir leider nur eine große Lautstärke ohne Inhalte. Ich bitte Sie, eine große Lautstärke, sodass wir die Inhalte nicht verstehen können. So, Herr Kollege Schaus. Also, rüber, ja, rüber, wegen rüber.
Wir können das gerne im Ältestenrat besprechen, wie wir weiter in der Plenarsitzung vorgehen. Ich denke, wir sollten geordnet voranschreiten. Und deshalb, Herr Kollege Bellino, bitte schön zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, der Redner hat mehrfach, insofern war das keine rhetorische Entgleisung, sondern bewusst gesagt, dass Ihr Abgeordneter, er bestätigt es noch einmal, dass hier gelogen wird, dass er diese Lügen nach draußen tragen wird und Ähnliches. Das ist unparlamentarisch, und ich bitte Sie, da tätig zu werden. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Rudolph. Frau Präsidentin, wenn... Herr Kollege Rudolph hat das Wort. Frau Präsidentin, wenn ich das richtig eben mitbekommen habe, hat der Abgeordnete Reif in Richtung des Abgeordneten Schaus gerufen. Er hat sie nicht mehr alle. Auch das bitte ich dann zu überprüfen. Herr Kollege Rudolph, wir haben das nicht gehört. Wir werden uns das Protokoll kommen lassen. Vielen Dank. So, können wir jetzt geordnet fortfahren? Hallo, so können wir nicht weitermachen. Wir sind doch alles erwachsene Menschen. Donnerwetter, normal. Wir haben hier eine Plenarsitzung. Und jetzt ist der Kollege Schaus am Wort. Ich bitte Sie, auf die Redezeit zu achten. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will auch noch einmal etwas zu dem Beitrag des Herrn Innenministers sagen. Also, hier davon zu reden, dass es der Opposition doch wohl nur darum ginge, einige Kommas in dem Änderungsantrag zu kritisieren, ist eine solch bodenlose Verharmlosung des tatsächlichen Sachverhaltes, der Eingriffe in Grundrechte negiert und marginalisiert. Und das steht einem Innenminister nicht zu. Sie haben sich diskreditiert, Herr Beuth, mit dieser Aussage. Und ich will Ihnen noch etwas sagen. Ich konnte es ja kaum glauben, dass Sie sich einmal auf die Gewerkschaften berufen. Ja? Also, so viel Berufung auf die gewerkschaftlichen Positionen hätte ich mir einmal in Besoldungs- oder Dienstrechtsfragen gewünscht von Ihnen, als beim Verfassungsschutzgesetz oder beim Polizeigesetz. Aber selbst wenn es so ist, Herr Minister Beuth, dass Sie sich darauf berufen müssen, weil es die einzigen waren, die sozusagen noch positiv zu Ihrem Gesetzentwurf Stellung genommen haben. Alle anderen Experten haben es ja in Grund und Boden diskutiert, und zwar mit vielen, vielen guten Argumenten. Und es waren sehr kompetente Experten da. So, warum scheuen Sie denn dann die Anhörung zum Polizeigesetz? Wenn Sie doch gewiss sind, dass die Gewerkschaften ihre Position vertreten, warum scheuen Sie denn die Anhörung, frage ich an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, ich habe an Beispielen, und ich könnte das noch lange fortsetzen, ich habe an Beispielen aus dem Gesetz zitiert, um deutlich zu machen, dass der Öffentlichkeit, insbesondere von den GRÜNEN, Sand in die Augen gestreut wird, dass hier mit allen taktischen Raffinessen versucht wird, ein Gesetz durchzupeitschen und letztendlich sozusagen davon abzulenken, was die Verantwortung dieser GRÜNEN-Fraktion dabei ist. Aber ich will Ihnen eines sagen. Eines lassen wir Ihnen auf keinen Fall durchgehen. In § 20 und § 21 sind die Demokratieprojekte in Hessen angesprochen. Und die sind von besonderer Bedeutung für uns. Da sollten wir uns eigentlich einig sein. Laut dem Entwurf sollen ausgerechnet aber diese Demokratieprojekte und Projekte zur Gewaltprävention vom Geheimdienst kontrolliert werden, nach wie vor kontrolliert werden. Hierzu gab es bereits, Herr Wagner, einen Aufschrei von allen Projektträgern. Wir kennen ja die Vorgeschichte. Ja? Sie haben hier zu Recht die vollständige Streichung verlangt. Was Schwarz-Grün aber jetzt macht, ist nicht die vollständige Streichung. Dann gucken Sie einmal in den § 20 rein. Was Sie machen, ist quasi nichts anderes als die Wiedereinführung von Berufsverboten durch die Hintertür. Und das ist Ihre Verantwortung. Sie sind in der Öffentlichkeit formal zurückgerudert. Die Regelung ist aber immer noch im Gesetz drin. So, dass die vom Land geförderten Projekte
nun einwilligen sollen, das steht da drin, und Stellung dazu nehmen sollen, ja, dass sie selbst sozusagen überwacht werden oder vom Verfassungsschutz Informationen eingeholt werden, macht es doch nicht besser. Das macht es doch nicht besser. Ja, überprüft. Danke schön, Herr Bellino, für das Wort. Schlimm genug, wenn Sie der Meinung sind, dass Demokratieprojekte. Ich frage mich an dieser Stelle, was ist denn mit Projekten? Ja? Genau. Ich sage, Herr Kollege Schaus, Sie haben das Wort, und bitte etwas mehr Ruhe. So. Sie haben aus der Anhörung zu 98% nichts gelernt, Herr Bellino. Folgerichtig verweigern Sie eine weitere Anhörung zu massiven... Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Folgerichtig verweigern Sie eine Anhörung zu den massiven Änderungen, und die sogar Gesetze betreffen, die bisher gar nicht aufgerufen waren. So. Und dieser ganze Sicherheitswahn, Herr Minister, der als Begründung für die Zerstörung der bürgerlichen Freiheits- und Persönlichkeitsrechte herangezogen wird, lässt mich nur schaudern. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wagner von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Kollege Schaus, ich habe mich nach Ihrem Redebeitrag zu Wort gemeldet, weil Sie sich, glaube ich, selbst entlarvt haben, so wie Sie hier argumentiert haben. Sie haben sehr bewusst Abgeordnete dieses Hauses der Lüge bezichtigt, weil Sie dadurch erreichen wollten, dass diese Debatte mehr Aufmerksamkeit erzielt. Das war ja eine bewusst kalkulierte Provokation von Ihnen. Sie haben hier über Regelungen im Verfassungsschutzgesetz gesprochen in Bezug auf die Wohnraumüberwachung und haben ganz bewusst einen falschen Eindruck erweckt. Sie haben ganz bewusst den Eindruck erweckt, als würde hier in Hessen in Bezug auf die Wohnraumüberwachung irgendetwas anders geregelt als in anderen Bundesländern. Sie wissen und Sie schmunzeln ja auch schon so, dass das falsch ist. Sie wollten ein Bild stellen, Sie wollten Sicherheitsbehörden in Misskredit bringen, Sie wollten diese Koalition in Misskredit bringen. Ich lese Ihnen vor, was zum Thema Wohnraumüberwachung im Verfassungsschutzgesetz von Thüringen steht, Ministerpräsident Bodo Ramelow, DIE LINKE. Die Maßnahme ist durch den Präsidenten des Amtes für Verfassungsschutz oder seinen Stellvertreter anzuordnen, wenn eine richterliche Entscheidung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann. Exakt die Regelung wie in Hessen, exakt die Regelung wie in anderen Bundesländern. Sie haben sich entlarvt, Herr Kollege Schaus. Sie haben sich entlarvt. Sie wollen mit Halbwahrheiten ein Bild stellen, und Ihnen gerät dabei völlig aus dem Blick, worum es in dieser Debatte eigentlich geht. Es geht um sehr schwerwiegende Abwägungen. Es geht um Grundrechtseingriffe. Es geht um die Frage, wenn etwas passiert in unserem Land, dass dann gefragt wird, was habt ihr getan, um das abzuwenden. Und um das abzuwenden, sind nicht alle Mittel legitim, um das auch ausdrücklich zu sagen. Sondern wir diskutieren in diesem Landtag, welche Mittel wollen wir zulassen und welche Mittel wollen wir nicht zulassen. Und darüber lohnt eine ernsthafte Debatte. In einer solchen Debatte kann es auch sein, dass eine Fraktion ihre Meinung ändert. Es kann auch sein, in diesen schwerwiegenden Fragen, dass es Unterschiede gibt zwischen dem, was eine Partei beschließt und was eine Fraktion vertritt. Darüber können wir uns doch sachlich hier austauschen. Da gibt es doch... Frau Wissler, das ist jetzt Ihr Niveau. Ich wollte gerade ein bisschen über die Sache reden. Darüber können wir uns doch und müssen wir uns doch austauschen, meine Damen und Herren, in diesem Landtag. Aber was wir nicht tun sollten,
Was wir nicht tun sollten, Herr Kollege Schaus, ist Kollegen dieses Hauses der Lüge bezichtigen, weil man sich dann eine schnelle Schlagzeile verspricht. Was wir nicht tun sollten, ist so zu tun, als stünde im Hessischen Verfassungsschutzgesetz etwas drin, was nicht auch in anderen Bundesländern so geregelt ist. Was wir nicht tun sollten, Herr Kollege Schaus, ist hier zu kritisieren, dass es in Hessen die Quellen-TKÜ im Polizeirecht künftig gibt. Dabei gibt es die in Thüringen schon sehr lange. Man muss sich auch in der Sache positionieren und darf nicht den Ärger über das parlamentarische Verfahren, den kann ich zum Teil durchaus auch verstehen, um das ausdrücklich zu sagen, den kann ich zum Teil durchaus auch verstehen. Wir waren auch einmal in der Opposition. Wir wissen, wie das ist, wenn man kurzfristig umfangreiche Gesetzesänderungen bekommt. Das ärgert, ja, das ist hier zum Ausdruck gebracht worden, das muss hier auch zum Ausdruck gebracht werden, das ist völlig legitim. Aber was es nicht ersetzen darf, ist, dass die Oppositionsfraktionen in diesem Haus sich auch einmal zur Sache positionieren, Und da muss ich sagen, Frau Kollegin Faeser, an einem Tag, an dem Sie sich für Höheres berufen fühlten, hätte ich mir von Ihnen auch gewünscht, dass Sie sich zur Sache der Sicherheitspolitik in Hessen äußern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Die dritte Lesung wurde beantragt. Wir verweisen daher den Gesetzentwurf in den Innenausschuss.